Kommentiert. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich nun in der Bundesrepublik Deutschland gelebt. Trotzdem sind mir der erste Tag der deutschen Einheit am 3.10.90 und die Geschehnisse davor noch allgegenwärtig. Geht es Ihnen auch so? Und warum ist das so? Ich meine, dass diese immer wiederkehrende Erinnerung etwas mit dem Besonderen dieses Tages zu tun hat. Viele von uns waren aktiv oder passiv dabei, als die Mauer fiel. Viele nutzten die Chance auf einen Neustart. Viele kamen aber auch vollkommen unverschuldet in schwierige Lebenssituationen. Ja, es gab Gewinner und Verlierer der deutschen Einheit. Zumindest wurden und werden noch heute Menschen so von den Medien und so manchem Zeitgenossen eingruppiert. Und tatsächlich gibt es auch heute noch Menschen, bei denen das nicht nur ein Gefühl, sondern gelebte Realität ist. Andererseits sind fast 35 Jahre aber auch eine lange Zeit. Jeder und jede hat in diesen über 12.000 Tagen auch ausreichend Chancen für eine positive Veränderung angeboten bekommen. Wenn heute das System der Bundesrepublik von immer mehr Menschen in Frage gestellt wird, dann sollten wir auch an die Zeit um 1990 denken. Wir hatten Träume und Wünsche. Manches konnten wir verwirklichen, viele Vorstellungen haben sich aber auch als Illusion erwiesen. Aktuell suchen wir wieder nach Veränderungen, nach Verbesserungen des Systems. Ich bin überzeugt davon, dass das nur gut geht, wenn wir gemeinsam Besseres gestalten. Bisher habe ich allerdings weder bei den etablierten Parteien noch bei den sich neu gegründeten Parteien irgendeinen Ansatz gesehen, bei dem ich sicher bin, dass eine neuerliche Wende auch gelingt. Darum ist es vielleicht tatsächlich besser, an die Zeit der deutschen Einheit zu denken. Wenn wir die überbordende Bürokratie, die sozialen Ungerechtigkeiten und den Neid untereinander abbauen und weiter daran arbeiten, gemeinsam das umzusetzen, was wir am 3. Oktober 1990 erträumt haben, dann sollten wir wieder zufrieden in die Zukunft sehen und stolz auf unser Land sein können.